Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen sehr ausgeprägten Yes-Style-Haul für dich. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe euch auf Instagram gefragt, was so eure Empfehlungen von YesStyle sind, also was man dort halt kaufen kann. Und ich habe super viele mega coole Nachrichten bekommen und auch sehr detaillierte Nachrichten. Richtig, richtig cool. Und dann habe ich mich auf die Suche begeben, dann halt komplett eine Pflege-Gedönsen-Reihe zusammenzustellen und auch ein paar Make-up-Produkte habe ich mir auch bestellt. Und das möchte ich jetzt nicht in diesem Video testen, das werde ich demnächst mal mit euch zusammen testen, aber ich möchte euch die Produkte jetzt erstmal zeigen, die dann bei mir eingezogen sind und demnächst mit euch zusammen getestet werden. Ja, falls du solche Sachen nicht verpassen möchtest, wo du auch selber mitbestimmen kannst, solltest du mir einfach mal auf Instagram folgen. Ich poste da ja fast täglich etwas, entweder in meinem Feed oder in meiner Story. Schau gerne einfach mal vorbei, falls du mehr Einblicke in diese total verrückte, bunte Welt haben möchtest. Genau, so, wir klatschen einfach mal ein bisschen in die Hände. Nein, also, ich würde sagen, wir starten mit den Pflegeprodukten. Da wurde mir immer wieder, also super häufig empfohlen, Abschminkbalsame. Ich liebe Abschminkbalsame und habe ja auch den von Yepoda, den ich richtig geil finde. Den von Elemis habe ich ausgetestet, den fand ich auch wirklich gut, aber sehr hochpreisig. Und ich habe auch den von The Body Shop, den habe ich aktuell in Anwendung. Den finde ich okay, aber den würde ich mir definitiv nicht in groß kaufen. Ich bin mal gespannt, wie es sich dann mit diesem hier verhält. Das ist der All Clean Balm, Clean and Comfortable Beauty Intensive Cleansing Balm von Heimisch. Fand ich ganz ulkig und sah auch echt hübsch aus. Ne? Also die Verpackung ist schon mal nice. Aber gut, die Verpackung ist ja nicht das, was man dann jeden Tag in der Hand halten wird. Da ist es dann einfach wichtiger, wie quasi das Produkt an sich so ist. So schaut es aus. Wir haben hier eine Plastikverpackung und hier ist dann auch das Produkt drin. Man kann es hochklappen, was ich geil finde, denn ich finde es immer sehr nervig, wenn man Deckel hat, die man verlieren kann. Und das ist hier nicht der Fall. Hier haben wir dann einen kleinen Spatel, damit kann man das Produkt rausnehmen. Und hier haben wir dann auch das Produkt drin. Ja, ein sehr, sehr fester Balsam, das sieht man auch direkt. Bin ich echt gespannt, wie der sich so verhalten wird. Riecht nach einem Reinigungsprodukt. Ein bisschen nach Aloe Vera, würde ich jetzt sagen. Oder nach so kräuterig, leicht kräuterig, doch. Ja, aber jetzt nicht irgendwie künstlich. Das finde ich auch ganz angenehm. Und der kommt dann demnächst in Anwendung. Bin ich sehr gespannt drauf und ich freue mich auch schon drauf. Ja, das war so dann das erste Produkt, was mir empfohlen wurde, was ich nachgekauft habe. Diese Verpackung kann ich ja in der Theorie auch schon direkt wegtun. Dann habe ich eine Probe mit dabei gehabt von B-Lab. Balance of Life Laboratory Matcha Hydrating Foam Cleanser. pH ausgleichend und beruhigend mit 3 Millilitern. Ja, war halt eine Gratisprobe, ne? Die kriegt man bei YesStyle ja immer mit dabei in dem Online-Shop. Ihr könnt auch übrigens, weil ich an diesem YesStyle Influencer-Programm teilnehme, mit meinem Code ClaudisWelt ein bisschen was sparen. Das hängt immer ganz davon ab, wie viel du so da ausgibst und dementsprechend verhält sich dann auch der Rabatt wert. Ich glaube mindestens 5%, maximal, keine Ahnung, habe ich noch nicht ausgetestet. Ein bisschen was, ne? Damit unterstützt ihr mich auch, weil das ein Affiliate-Rabattcode ist. Das heißt, ich sammle dadurch so Beauty Points in Anführungsstrichen, womit ich dann zum Beispiel so ein Haul finanzieren kann. Das wird nämlich dort auf dieses Konto da gebucht und dann kann ich mir dafür entsprechend Produkte aussuchen. Genau. Und das würde ich dann immer wieder fortführen, sofern das funktioniert. Ansonsten bezahle ich das ja auch von meinem eigenen Geld, aber so unterstützt ihr mich halt. Das ist auch cool und könnt gleichzeitig auch selber noch ein bisschen was sparen, ne? Dann habe ich hier von COSRX, den habt ihr mir auch empfohlen, Low pH Good Morning Gel Cleanser. Finde ich super witzig, 150 Milliliter. Ich mache ja das Double Cleansing. Das heißt, ich verwende einen Cleansing Balm, um meine ganze Schminke vorher abzuschminken, das Make-up aufzubrechen. Ich wollte euch auch auf jeden Fall, vielleicht mache ich das sogar heute Abend noch, eine Abschminkroutine und eine Abendroutine mal abfilmen. Und unter der Dusche verwende ich dann immer einen Cleanser, um das Gesicht nochmal tiefenwirksam zu reinigen. Genau, das ist immer sehr angenehm, gefällt mir auch. Da verwende ich gerne auch zum Beispiel meinen PMD Rose Quartz. Ist ja kein Roller, aber das ist ein Produkt, das vibriert. Es hat Noppen dran auf der einen Seite, auf der anderen Seite ein Rosenquarz. Egal, ich mag Tools. Das gefällt mir einfach. Und ja, das ist mit Botanical Ingredients, also botanischen, also quasi natürliche Inhaltsstoffe. Niedriger pH-Wert, soll beruhigen, erfrischen, die Haut softener machen, also weicher machen.
without the stripping feeling. Ohne dass du dieses stripping feeling hast, ist es dieses Quietschegefühl. Ich glaube schon, ne? Bin ich sehr gespannt drauf, wird dann ja auch demnächst in Anwendung kommen. Dann habe ich mir etwas nachgekauft, das habe ich mir aber aus eigenem Wunsch gekauft. Ich liebe Augenpatches und ich mag es nicht so gerne, wenn Augenpatches einzeln verpackt sind. Weil es gibt einfach die Möglichkeit, dass man sich so ein Ding holt, wo einfach 60 Augenpatches, also 30 Anwendungen drin sind und du einfach nicht so viel Verpackung hast und wie auch immer. Das ist eine Hydrogel Eye Mask, Cools and Calms, Sun Irritated Area Around the Eyes. Also ja, im Prinzip jetzt im Sommer super praktisch, weil wenn die Sonne dich halt entsprechend irritiert hat, kannst du dir das dann drauf machen, ne? Verwende ich meistens einfach auch in Kombination mit einer Maske. Kann man ja machen. Hier haben wir auch einen Spatel mit dabei. Da kann man dann die Augenpatches rausfummeln. Und das ist mit Artischocke. Das fand ich witzig übrigens. Genau. So sieht das aus. Das ist halt ein Pöttchen. Petit Fee. Eine kleine Fee. Okay. Und hier haben wir dann die Patches dann wahrscheinlich drin. Ich habe jetzt aktuell noch welche in Anwendung. Also eine Creme von Mutmask, die müsste das sein, die war mal in der Box mit dabei. Die sehen sehr schön durchfeuchtet aus und die riechen auch wirklich nach Artischocke. Das ist gerade extrem spektakulär gewesen, da die Nase reinzuhalten. Ich sag euch das. Finde ich klasse. Da freue ich mich drauf, das anzuwenden. Aber erstmal mache ich dann meine Tube leer, die ich noch habe. Und danach kommt das in Anwendung. Ich finde das einfach schön, muss ich wirklich sagen, dass es mittlerweile die Möglichkeit gibt. Und ich finde auch, dass die deutlich günstiger sind, als wenn man sich die einzeln kaufen würde. Und da ich halt wirklich super viel davon verwende, macht es für mich einfach Sinn. Ne? Ja, After Sun Care ist natürlich schön mit Aloe Vera. Das ist hydratisierend. Cool and Calm, also kühlend und beruhigend. Relaxing mit Mugwort. Das ist auch irgendwie alles hier sehr kräuterig alles mit drin. Hier sind auch so Viecher abgebildet, aber hier ist noch ein Sticker drüber. Gabbage, also Kohl, soll dann Cool and Calm machen, also soll beruhigen und kühlen. Und die Artischocke soll dann die Hydratisierung übernehmen. Das finde ich ja ulkig, ne? Also da hast du im Prinzip einmal das komplette Gemüsebeet, was du dir ins Gesicht packst, um es wieder fun zu machen. Finde ich schön. Doch, gefällt mir. So, dann natürlich Masken durften mit. Da habe ich noch nicht die optimale Geschichte für mich gefunden, dass man sowas nicht als Einmalanwendung hat. Klar, Crememasken habe ich auch in Pöttchen da, aber jetzt solche Tuchmasken, ne, die gibt es, glaube ich, auch irgendwie nur in so welchen Verpackungen. Da habe ich einmal die Aloe Soothing Mask Pack, die hatte ich schon mal von Benton, finde ich klasse. Und ja, die ist halt mit Aloe Vera, die beruhigt die Haut, gibt Feuchtigkeit, kühlt die ganze Geschichte runter, kommt aus Korea. Und viele dieser asiatischen Marken sind natürlich auch noch zudem tierversuchsfrei, was ich auch super schön finde. Gerade wenn man da so, ne, im Bereich Pflege ein bisschen mehr drauf achten will oder so, ist es eine ganz gute Geschichte, bei Yestime mal vorbeizuschauen. Dann habe ich hier eine Maske von Barolab. Ich glaube, die wurde mir von euch empfohlen. Die sagt mir nämlich gerade nicht so viel. Hyaluron Hydrating, 100% veganes Produkt. Das ist auch sehr schön. Und auch das ist eine koreanische Tuchmaske. Bin ich einfach gespannt drauf. Soll tiefe Hydratisierung geben, ein nachhaltig hydratisiertes Gesicht geben und ein Dewy Skin Effekt geben. Bin ich ja mal gespannt drauf. Okay, jetzt kommen wir natürlich, nachdem wir uns gereinigt haben und uns eine Maske aufgetragen haben, zum Bereich Toner. Den habt ihr mir empfohlen. Da bin ich auch schon immer mal wieder drum zugeschlichen, weil Jennys Highlights immer wieder diese Marke auch zeigt. Isntry Hyaluronic Acid Toner Plus. Da sind 5 verschiedene Hyaluronsäurearten drin und die sollen dann natürlich mit unterschiedlichen Molekulargrößen entsprechend die Feuchtigkeit spenden. Ja, läuft bei ihm, ne? Also da, ich muss gestehen, dass ich sowohl Chemie als auch Bio sehr früh in der Schule abgewählt habe. Das heißt, ich habe da nicht so viel Ahnung von, aber gut. Ja, wenn es funktionieren soll, ne, und das sind 200 Milliliter, das ist eine gute Größe, kann man sich entweder so direkt in die Hände geben und dann ins Gesicht eintapern oder in ein wiederverwendbares Wattepad geben und das dann so sanft übers Gesicht tupfen. Finde ich aber schön, doch, das gefällt mir, ne, ja. So, etwas, was ihr mir auch immer wieder empfohlen habt, was ihr richtig klasse fandet, ist dieses, wie heißt das, Pyeongkangyul. Genau, und da gibt es auch so kleine Testgrößen, einmal mit dem Moisture Serum und mit dem Essence Toner. Das ist in so einem Set drin gewesen. Und ich weiß, dass man auch viele der Produkte, die ich euch jetzt hier zeige, mittlerweile bei Purish kaufen kann. Auch da mit dem Code ClaudiesWelt15, Affiliate-Rabattcode, könnt ihr ein bisschen was sparen. Aber ich habe mich jetzt hier erstmal bei Yestyle umgeschaut. Und ja, da war das auf jeden Fall vertreten. Finde ich sehr interessant, kann ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Und ich glaube, wenn ich mir die Produkte, ich weiß es nicht, ist es der Qualitätsvermutungseffekt, wenn ich mir das so angucke, wenn ich jetzt theoretisch die komplette
Pflegeserie so durchziehen würde, morgens und abends über einen gewissen Zeitraum, ich glaube, meine Haut würde richtig krass mit Feuchtigkeit versorgt werden. Denn alles schreit hier nach Feuchtigkeit und ich finde es auch super nice, dass ihr mir genau die Produkte empfohlen habt, die nicht nur für euch super funktionieren, sondern auch sehr wahrscheinlich für mich dann auch gut funktionieren werden, weil trockenes, sensibles Häutchen ist hier am Start. Von Makeup habt ihr mir die Raw Sauce empfohlen, Hydrating and Nourishing Essence. Eine Essenz gibt man im Prinzip auf, nach einem Toner und vor einem Serum. Das schaut so aus und fühlt sich extrem schwer an. Und das liegt daran, dass dieses Produkt, was da drin ist, aus Glas ist. Natürlich ist es dann ein bisschen schwerer, ne? Es ist super krass, finde ich. Sieht super angenehm aus. Und bei der Essenz ist es so, dass es von der Konsistenz halt so nicht flüssig ist, aber auch nicht so serummäßig, ne, sondern so ein Zwischending. Das sieht man halt so richtig. Und deswegen verwendet man, also man verwendet ja eh die Pflegeprodukte immer so in der Reihenfolge ihrer Konsistenz von flüssig zu fest, wenn man das mal so sagen darf. Es sei denn, du haust dir zwischenzeitlich eine Maske aufs Gesicht. Kannst ja auch machen. Aber ne, so eine Essenz, da freue ich mich auch richtig. Also ich freue mich sowieso auf die ganzen Produkte hier. Weil ihr seid so eskaliert, als ihr mir das geschickt habt. Es war so richtig so, das ist so geil, probier das unbedingt aus. Es war so schön. Ich liebe es ja, ne? Wenn ich dann so herzliche Informationen auch bekomme. Das hier habt ihr mir auch empfohlen. Neogen Dermalogy, sehr interessant, noch nie gehört. Double Vita Drop-In Serum. Citrus, Junos und Poncirus Trifoliata. Bright and Moisture. Irgendwas. Also das ist dann so eine Art Serum. Okay. Ich würde es jetzt als etwas dickflüssiger einschätzen, wenn es ein Serum sein soll. Gucken wir uns mal an. Ja, wow. Das sieht aus wie pürierte Zitrone. Guckt euch das mal an. Also bei Zitrone habe ich ja generell immer so ein bisschen Angst. Ich finde es übrigens auch super interessant, dass ihr mir so viele Essensinhaltsstoffprodukte empfohlen habt. Aber egal. Zitrone, genau. Zitrus auf meinem Gesicht, immer Angst davor, weil ich immer Angst habe, mit meiner sensiblen Haut da Probleme zu kriegen. Aber ich glaube, wenn ich vorher halt so eine richtig fette Feuchtigkeitspflege aufgetragen habe und dann so ein Serum nehme, dann kann das wirklich funktionieren. Und danach dann halt ja auch noch die Cremes und so, ne? Hammerkrass. Finde ich wunderschön. Also sieht echt ansprechend aus, ne? Kann ich nicht anders sagen. Gut, die Verpackung, ne? Die leiden dann meistens beim Transport. Das sieht dann nicht mehr so nice aus. Aber wenn man dann die Produkte hier zu Hause hat und sie dann in den Händen hält und einfach merkt, wie schwer das Ding ist mit seinem Glasverpackungsgedönsen, ist echt Hammer. Und ja, da bin ich gespannt drauf. Das wird dann auch in Einsatz kommen. Ich weiß ich gar nicht. Kriege ich das hin, dass ich alles gleichzeitig verwende? Muss ich mal schauen, dass ich die anderen Sachen dann vorher, meine anderen Produkte, aufgebraucht bekomme. Hier habe ich eine Salbe, wollte ich gerade sagen, eine Creme, auch wieder von einem From Mugwort Cream. Ich weiß gar nicht, was Mugwort nochmal ist. Das ist doch auch irgendwas zu essen, oder? Täusche ich mich da? Jo, aus Korea kommt das auch wieder. Und 73,55% irgendwelche koreanischen Zeichen. Ich hätte jetzt gesagt 73,55% natürliche Inhaltsstoffe oder 73,55% Mugwort, was auch immer Mugwort ist. Keine Ahnung. Die hat jetzt hier auch noch so eine Folie drüber. Da rieche ich jetzt so nichts raus, muss ich sagen. Aber das sieht halt auch so grünlich aus. Auch das schreit nach, ich bin Feuchtigkeitsspende. Ich muss mal gucken. Freue ich mich tierisch drüber. Und ja. Dann kommt natürlich etwas, weil ich euch das im Sommer gefragt habe, wo die Sonne halt so geschienen hat. Ihr habt mir Sonnenschutz empfohlen, Leute. 3 Stück, okay. Ich habe sie mir jetzt einfach mal alle nachgekauft, weil ich, also ihr habt mir noch mehr empfohlen, aber die 3 habe ich mir jetzt gekauft, weil ich konnte mich nicht entscheiden. Einmal von COSRX, den Aloe Soothing Sun Cream Gedönsen. Das ist diese Verpackung. Und da drin befindet sich dann der Lichtschutzfaktor. Ich bin so gespannt. Ich mag ja eigentlich auch super gerne den von Dalton, aber ich bin auch einfach gespannt auf diese koreanischen Geschichten, weil die haben es ja eigentlich echt raus, was Lichtschutzfaktor angeht, ne? Also wenn nicht die, wer dann? Ich hoffe, dass es nicht weißelt oder sowas. Ja, UVA, UVB-Schutz mit Aloe Vera. Beruhigend. 55.000 ppm. Keine Ahnung. Ach so, von diesem Aloe-Extrakt wahrscheinlich. The Sunscreen protects skin against UVA und UVB rays while hydrating the skin. Also das soll halt schützen und gleichzeitig Feuchtigkeit spenden. Finde ich schon cool. Ich freue mich drüber. Dann habe ich hier 2 Produkte von Misha. Das ist einmal die Essenz mit Lichtschutzfaktor 45 PA++++ All Around Safe Block. Keine Ahnung. Das ist einmal die hier. Und ich
muss gestehen, dass ich nicht unbedingt weiß, außer von diesem Lichtschutzfaktor 5 mehr, was die andere dann nachher zu bieten hat. Aber das muss dann mal ausgetestet werden. Das ist diese hier. Und normalerweise sollte man sich jeden Tag auch 1 Milliliter davon auftragen. Da bin ich ja echt immer so, weiß ich nicht, das sieht immer so viel aus, ne? Und ich weiß gar nicht, ob mein Gesicht das in sich aufnehmen kann oder will. Also da bin ich sehr gespannt drauf. Und dann habe ich hier auch noch dieses Daily Lichtschutzfaktor 50+. All Around Safe Block Dermatology Tested. Also dermatologisch getestet ist es auch noch. Das ist auch cool, ne? Bin ich gespannt drauf. Vielleicht mache ich das echt mal, dass ich eine Zeit lang einen links, einen rechts mache. Ich meine, gut, ne? Lichtschutzfaktor ist Lichtschutzfaktor und so viel hänge ich jetzt auch nicht in der Sonne ab. Es sei denn, ich bin mal wieder bei uns vorne im Vorbeet und verbrenne mir den Rücken, was ich gefühlt jedes Jahr mache. Aber ansonsten ist es nicht so, dass ich mich zum Brutzeln in die Sonne lege. Ein Produkt, was ihr mir auch noch exzessiv empfohlen habt, sind so Lippenmasken. Da gibt es ja auch unterschiedliche und jetzt habe ich mich hier für die von Clavu entschieden. Nourishing Care Lip Sleeping Pack. Also das ist einfach ein Produkt, was man sich über Nacht auf die Lippen drauf gibt, was für mich sehr gut passt und auch in meine Pflegeroutine sehr gut reinpasst, weil ich zum einen bei meiner Abendpflege immer auch ein Lippenpflegeprodukt verwende und außerdem auch abends mir vorm Schlafengehen immer irgendeine Lippenpflege aufgebe. Und das könnte dann eine ganz gute Nummer werden, ne? Ist jetzt hier so ein Pöttchen mit 20 Gramm, was ganz schön viel ist. Ich weiß gar nicht, normalerweise haben doch so Lippenpflegestifte irgendwie 3 Gramm oder sowas. Oder mehr, ich weiß es nicht. Riecht sehr schön vanillig und das ist halt so ein fester Balsam. Das ist natürlich nicht unbedingt etwas, worauf ich ultra abfahre, um das mal so zu sagen, weil man da immer mit dem Finger rein muss oder halt mit einem kleinen Spatel, ne? Ich mag es halt echt lieber, wenn das einfacher zugänglich ist, um das mal so zu sagen. Aber finde ich ganz süß. Es ist auch wieder hier unten Glas, sehr hochwertig. Bin ich gespannt drauf. Und wo wir jetzt schon mal bei Clavu sind, machen wir mit Clavu und dekorativer Kosmetik weiter. Pulsation Silkwear Lasting Foundation mit Lichtschutzfaktor 47 PA++ Sunscreen. Finde ich interessant. 1,5 Milliliter sind hier drin enthalten. Und ja, das ist halt eine Probe. Weil manchmal liegen hier ja Proben bei. Dann hatten wir eben den Cleanser und jetzt haben wir hier den Gedönsen hier auch noch fürs Gesicht. Ich hoffe, dass das von der Farbe her passt. Sieht jetzt vielleicht, nö, sieht eigentlich gar nicht so verkehrt aus, ne? Wir müssen es mal gucken. Ich habe mir nämlich zusätzlich noch dieses hier geholt von Purito. Das wurde auch empfohlen von der lieben Frankas Favorites. Die hat das auch als ihr Must-Have oder so mit im Sommer gezeigt, dass sie da auch unterschiedliche Farben von hat. Ich finde hier aber immer von der Verpackung her die Farbe sehr abschreckend. Ziza Clearing BB Cream in der Farbe 21 Light Beige habe ich mir das jetzt bestellt. Da soll dein hier Gesicht Healthy Looking Glow, also gesund aussehender Glow soll geben. Flawless Coverage, also ebenmäßiges Finish. EO, keine Ahnung, and Fragrance Free. Also, ja, parfümstofffrei. Und da bin ich wirklich, also das müssen wir zusammen mal ausprobieren, muss ich echt sagen. Aber wenn ich mir das hier so angucke von dem, ne, würde ich sagen, no. Aber es soll halt eigentlich super geil sein. Ich habe mir dann auch noch andere Videos dazu angeguckt und da sah die Farbe halt echt gut aus, ne. Bin da ein bisschen skeptisch. Weiß nicht, wir machen das mal zusammen und dann mache ich mal wieder ein Fullface Korean Beauty oder sowas und dann machen wir das mal wirklich zusammen. Ich glaube, es kommt echt gut. Find your inner green, finde dein inneres Grün. Nett, ne? Läuft. Okay, dann habe ich mir auch noch, upsala, den Pep Balm geholt. Fingertip, become happy with a simple dab for vibrant and lively moments. Das ist so ein Typchen. Und das ist quasi, ja, einfach für so einen ganz leichten Creme-Blush-Effekt. Ist natürlich eine Hardcore-Farbe. Die 001 Recharger. Ich glaube, da geht die Party ab. Aber sowas kann man eigentlich auch ganz gut dosieren. Oder notfalls ein bisschen mit der Foundation mischen, um die Intensität ein bisschen abzuschwächen. Bin ich aber sehr gespannt drauf. Und ja, das ist halt ein Typchen, ne? Da kann ich euch jetzt auch einfach mal das Typchen jetzt zeigen. Ja, ja, irgendwann fallen mir auch die Finger auf, ich sag euch das. Ja, schaut so aus, das Typchen. Das finde ich sehr ansprechend. Bin ich echt gespannt. Das sieht aus wie so eine Salbe halt, ne? Crazy. Dann habe ich hier mir einen Blush ausgesucht von Peripera. Mega. Sunshine Cheek, you already shine. Und das ist so süß und da ist ein Smiley mit drauf. Die Farbe 04. Und die 04 heißt, keine Ahnung, kann ich nicht lesen, weil es ist ein kleiner koreanisches Zeichen.
Nudie Amber, da steht es nochmal drauf. Okay, da sind nämlich immer so Sticker drauf, wo dann noch ein bisschen was übersetzt ist. Und hier finde ich halt, ich meine, das sieht super günstig aus vom Packaging her, aber so, es ist nicht günstig, wenn man es kauft, ne? Aber das Packaging sieht bei den koreanischen Schminkprodukten echt immer gewöhnungsbedürftig aus. Aber ich finde es hier so süß, dass hier wirklich drin steht, it's okay, you, dann Smiley dahinter, already shine. Das ist doch süß und das ist eine ganz tolle Farbe. Die gefällt mir. Ist vielleicht mehr so ins Herbstliche, aber das müssen wir uns mal zusammen anschauen. Finde ich gut. Finde ich echt cool. Steht das Hazel Orange, steht hier drauf und hier steht drauf Nudie Amber. Ich glaube, die sind sich nicht ganz so einig, was es dann gewesen sein soll, ne? Egal. Eine kleine Lidschattenpalette habe ich mir auch noch geholt. Shabam Shabam Eyeshadow Palette. Finde ich großartig von... was steht hier? Korinko. Mhm. Okay, Korinko. Läuft bei dir. Da ist halt nochmal eine Plastikverpackung drumherum. Aber ich bin halt echt begeistert, dass diese kleine Palette tatsächlich den weiten Weg überlebt hat, ne? So manch eine Lidschattenpalette, die ich mir bestelle von, keine Ahnung, irgendwo hier nebenan, gefühlt in Anführungsstrichen, oder von DM oder so, kommt zerbrochen an, oder von Rossmann. Aber die sieht gut aus. Natürlich hier so ein Einlegefilm mit dabei. Natürlich, ne? Die koreanischen Make-ups sind jetzt nicht dafür bekannt, weiß Gott, wie intensiv zu sein. Aber das ist so ein schöner Aprikot-Look mit schönen Farben mit dabei. Also wir haben drei matte und drei schimmernde Töne. Da kann man einen tollen Alltagslook mit schminken. Und das kommt auch mit in mein koreanisches Beauty-Gedöns mit rein. Dann habe ich auch noch einen Eyeliner hier mit dabei in der Farbe 02 Jazz. Den Last Auto Gel Eyeliner von BB8, keine Ahnung, heißt das so, scheinbar, finde ich witzig. Und wie gesagt, alles Produkte, die ihr in irgendeiner Art und Weise mir empfohlen habt und daraus habe ich mir dann Full Face und Full Schminke gemacht, jedenfalls ein halbwegs Full Face. Ja, das ist einer zum Rausdrehen, denke ich mal, genau. Das ist so ein ganz dunkles Braun, hätte ich jetzt gesagt. Und damit kann man sich eigentlich auch einen schönen, wenn du den Augenlook schon geschminkt hast, ne? Machst du dir einfach hier so einen Eyeliner-Strich, keine Ahnung, und dann kannst du dir das so schön mit einem Pinselchen ausblenden. Letztens hat die auch in einem Look echt schön gezeigt, das hat mir richtig gut gefallen. Und vielleicht kann man damit auch so hier so eine Art Cut-Crease angedeutet ziehen und so. Ich bin mal gespannt, was ich damit anstellen kann. Und als letztes habe ich mir mal wieder ein Lippenprodukt geholt. In dem koreanischen Bereich geht es halt mehr darum, ein Hint of Tint zu geben oder bei den Lippen halt jetzt nicht die ganze Lippe zu schminken, sondern hier so in der Mitte zum Beispiel das so aufzutupfen und dann hat man diesen, ich weiß gar nicht, Water-Bla-Effekt gedönsen. Finde ich total schön und ich glaube, dass man das hier super dafür verwenden kann. Von Romand, glaube ich, Glasting Water Tint. In der Farbe 03 Black River, der schwarze Fluss. Okay, ich hoffe jetzt nicht, also ich hoffe, die Farbe ist jetzt wirklich rot und nicht schwarz, wenn ich das jetzt aufdrehe. Okay. Ja. Also diese Verpackung, muss ich wirklich gestehen, ist nicht ganz so optimal, gefällt mir nicht ganz so gut. Jetzt irgendwie hier so zum Aufdrehen, kommt da jetzt ein Applikator raus? Ja. Das ist halt wirklich so ein Lip Tint, ne? Wie wir die ja auch zum Beispiel von Catrice und so weiter kennen. Mit ganz viel Fantasie riecht das beerig. Oder so leicht säuerlich. Also, ne, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es riecht irgendwie so frisch. Erfrischend riecht das, genau. Ja, und das wären dann die Produkte, die ich dann auch in meinem Full Face integrieren möchte. Und mein kompletter Haul ist nun mit hiermit fertig. Ihr Lieben, schreibt mir gerne unten in die Kommentare, welches Produkt ihr hier aus dem Haul am interessantesten fandet oder welches ihr vielleicht im nächsten YesStyle Haul sehen wollen würdet, welches Produkt euch hier so am meisten interessiert, was ich auf jeden Fall ausprobieren und reviewen soll. Und da würde ich mich echt drüber freuen, über den Austausch in den Kommentaren. Vielleicht kann man sich auch gegenseitig mal helfen, weil hier sind jetzt super viele Produkte für trockene, sensible Haut. Vielleicht habt ihr ja eine Mischhaut oder eine ölige Haut. Dann schreibt gerne eure absolute Top-Empfehlung unten in die Kommentare, dass jemand, der halt Mischhaut oder ölige Haut oder so weiter hat,
sich das mal durchlesen kann, um da einfach dieses Schwarmwissen etwas mehr zu teilen. Fände ich echt cool, wenn ihr da mitmachen würdet. Denn, aua, das finde ich bei diesen Pflegeholz immer super cool, wenn man sich da gegenseitig ein bisschen helfen kann, unterstützen kann, austauschen kann. Ne? Das halt, weil ich habe halt nur dieses eine Gesicht, das ist mein Gesicht und das hat halt seine eigenen Bedürfnisse. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen, hier das Video zu schauen. Und wenn dem so ist, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!